Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghostwire Tokyo. Und ja, in der letzten Folge sind wir stehen geblieben. Und ja, wir müssen jetzt erstmal wieder nach draußen gehen. Okay, ich schau lieber zuerst noch, ob wir hier alles mitgenommen haben. Warte kurz mit der Geistersicht. Ja, warte, hier ist noch was. Da hinten. Ja, ich bin mir nicht sicher. Schauen lieber nochmal nach. Schaut aber eigentlich gut aus. Ja, ich glaube, wir haben alles. Okay, dann müssen wir da nach hinten, oder? Aber warte, gekommen sind wir doch von... Sind wir von hier gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube aber schon, ja. Okay, wir müssen ja, glaube ich, eigentlich nur nach oben. Und da war dann irgendwo halt der Ausgang zum Dach, wo wir ja auch reingekommen sind. Oder warte mal. Sind wir nach oben gegangen? Ich weiß es gar nicht mehr. Anscheinend sind wir nach oben gegangen. Und hier, jetzt, ja, hier nach hinten. Und dann... Warte, wo war denn das nochmal? Immerhin sind wir einen Schritt weiter. Ich glaube jetzt hier... Wir sind fast draufgegangen. Okay, hier ist es anscheinend. Verlassen. Okay, dann sind wir wieder draußen. Mission beendet, Säule des Lichts. Das muss hier irgendwo sein. Okay, warte, dann schauen wir ganz kurz auf die Karte. Okay, da haben wir wieder ein Tori und hier unten haben wir auch noch eins. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hin. Hab ich jetzt überhaupt eine eine Story-Mission? Hauptmissionen. Warte mal, öffnen. Ah, finde das Tori. Achso, das ist jetzt die Story-Mission. Achso, ich sehe da markiert. Okay. Aber ich würde sagen, wir... wir gehen jetzt erstmal hier runter, weil das... also den Schrein will ich mir auch noch ganz gerne holen, eigentlich. Da müssen wir... Okay, wieder in die Richtung da. Was so mitnehmen. Wieder Hundefutter. Okay, da muss ich mal schauen, wie ich dazu überhaupt hinkomme, weil da ist halt noch überall der Nebel. Okay, wahrscheinlich irgendwo. Er hat hier nach hinten. Ach, scheiße. Oh, und der hat mich gesehen. Okay, hätten wir noch sogar eine Nebenmission. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, irgendwie habe ich jetzt auf Nebenmission gar nicht mehr so Bock irgendwie, weil... Ja, also am Anfang haben wir glaube ich fast alle eigentlich gemacht und... Ich glaube jetzt in den letzten paar Folgen irgendwann haben wir auch noch mal eine gemacht. Aber ja, ich will mich jetzt eigentlich eher auf die Story konzentrieren. Warte, was war hier noch? Okay, dann muss ich so ein Sackerl halt. Oder eine Tüte. Oh, wieder Gegner, scheiße. Okay, warte mal, nur die zwei da hinten, oder was? Oh, Level 15, geil. Cool, du bist stärker als je zuvor. Okay, da kann ich jetzt wieder nicht durch, weil... Ja, wegen dem Nebel halt. Ich schau mal kurz auf die Map. Achso, warte mal. Oh, muss ich jetzt... Ah, ich glaube, ich muss jetzt wirklich...
Ja, wir müssen, glaube ich, wirklich den ganzen Weg hier runter gehen. Und halt am Nebel vorbei. Scheiße. Aber wir machen es einfach mal. Oder warte, wenn ich hier durchgehe. Ja, das ist hier perfekt hier durch. Also hier perfekt hier runter halt. Eine Karte wieder. Okay, kann ich die streicheln? Ein Hund, den streichen wir auf jeden Fall. Oh, was ist jetzt los? War ich schon im Nebel drin? Oh, ich bin im Nebel, scheiße. Okay, ich bin gleich tot. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, es war schon ein bisschen knapp gerade. Ich kann nur den Hund streicheln. Ich meine, haben wir gerade gemacht, aber ich könnte ihn ja noch füttern auch eigentlich. Okay, warte, ich schau nochmal auf die Map. Wir müssen einfach nur hier runter. Okay, noch eine Nebenmission. Oh, scheiße. Nein, boah. Scheiße, schnell weg und heilen. Alter. Oh, wie viele kommen da schon wieder? Alter, die schießen irgendwas auf mich. Alter, seit wann kann ich irgendwas schießen? Scheiße, boah, ich bin nicht wieder tot. Okay, Kerl greifen, dann direkt von den beiden da. Und dann fehlt noch der letzte hier. Ah, das war schon. Hat diesen Baum zerstören wir auf jeden Fall. Falls es geht, okay, die Stelle ist da oben. Und weg ist er. Dann die Geister absolvieren natürlich. Alter, was? Kommt da wieder einer? Alter, was? Ist es noch derselbe? Jetzt ist er tot. Okay, wir sind gleich. Ja, also wir sind ja hier bald da. So lange dauert es eh gar nicht. Gibt es vielleicht wieder irgendwo eine Abkürzung, wo wir schnell durch können? Durch eine Gasse oder so? Okay, warte jetzt hier. Also hier runter. Und dann sollten wir, glaube ich, eigentlich nicht da sein. Okay, jetzt nur noch hier geradeaus. Und da ist wieder ein Hund. Überhaupt schon mal. Ah, das wird ein Gegner. Vielleicht kann ich den irgendwie leise töten. Alles noch. Ach, scheiße. Na, doch nicht jetzt umdrehen. So ein Scheiß. Okay, muss ich genau dann umdrehen, wenn ich da hingehe. Also wenn ich die halt leise töten will. Die hat mal anschleichen halt. Okay, ist auch nicht so schlimm, dann haben wir jetzt einfach so getötet. Ah, warte mal, ist das wieder... Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Was ist der Ort, ist, der ich, also... Den ich denke halt.
Aber das ist, glaube ich, das hier. Ist ja nicht bei diesem Einkaufszentrum oder so. Das müsste, glaube ich, das hier sein. Ah, noch ein Hund. Stimmt, im letzten habe ich gar kein Hundefutter gegeben. Wo wohl sein Besitzer ist? Sieh dich mal um, hier gibt's nichts aufzuklären. Hau rein, Kumpel. Mach schön langsam. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, noch 8-mal Hundefutter. Ja, es ist genau hier, okay. Warte mal. Ist das ein Gegner da? Ach so. Hat irgendwie so ausgeschaut. Okay, da was zu mitnehmen und... Der Schrein ist dann hier, also hier direkt in der Nähe. Und daneben so hätten wir auch nochmal. Okay, dann ist das hier wahrscheinlich eh der richtige Weg rein. Aber der Gegner. Nein, das gibt's doch nicht. Ich hab mal sofort gesehen. Oder irgendein Messer oder eine Machete oder so. Alter Scheiße, doch geblockt. Da ist tot. Okay, wieder welche. Das ist gut. Der ist tot und das müsste jetzt, glaube ich, der letzte sein. Hoffe ich zumindest mal. Okay, da ist auch schon der Schrein. Dann Tor gereinigen. Okay, passt, wir sind fertig. Dann schreibe ich mal kurz die Map. Okay, warte mal, das ist zwar... Es ist, glaube ich, zwar ein bisschen aufgedeckter, aber... Ja, halt derzeit ist immer noch mit Nebel voll. Wahrscheinlich dann hier nochmal ein Tori oder so und dann geht der erst weg, der Nebel. Könnte ich mir auf jeden Fall so vorstellen. Warte, was war hier noch? Ah, nochmal was zum Mitnehmen. Da sind nochmal Geister. Das nimmt kein Ende. Okay. Ah, jetzt bin ich in der Datenbank hier drin. Aber jetzt muss ich auf jeden Fall nicht so einen großen Bogen machen. Jetzt kann ich da eigentlich... Ja, wir können hier nach oben und dann direkt so durch hier. Und dann hier nach oben. Ich glaube, so machen wir es auch mal. Also warte, wo jetzt genau hier? Okay, das ist der falsche Weg. Ist es hier? Naja, wäre theoretisch richtig, aber jetzt müsste ich ja hier durch und ich habe keine Ahnung, ob ich dann überhaupt hier durchkomme. Dann wahrscheinlich hier den Weg nach hinten, oder? Und dann nach links. Hm, 7 von 15. Ja, okay, warum nicht? Mari! Scheiße! Krass,
denn das gerade jetzt? Okay, dann... Ja, jetzt sind wir hier richtig, jetzt noch die Straße hier nach hinten rennen. Achso, ich glaube, da wären wir... Ja, da wären wir wirklich, glaube ich, hier durchgekommen. Na, ist egal. Ach scheiße, das ist wieder so ein Fettzeug. Ah, und die sieht mich, glaube ich, schon wieder... Ach, das gibt's auch nicht. Okay, dann ist die schon mal tot und... Sollst du aufgehen? Nein, 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 boah. Okay, der Bull oder was das hier ist, ist tot. Und da kommt der nächste. Nein, boah. Lieber heilen. Okay, aber auf die Füße schießen, dann nimmt der den Regenschirm runter. Ist eigentlich ganz einfach. Wir werden dann wohl erledigt. Na, jetzt wieder hier geradeaus halt und dann nach rechts. Ist es schon hier? Ich glaube nicht. Na, das müsste weiter hinten sein. Ohne die ganzen Menschenmassen. Wow. Aber wir haben Wahrzeichen entdeckt. Ups, da habe ich wohl laut gedacht. Ah ja, stimmt. Dafür hier müssen wir jetzt, ja, stimmt, das ist richtig. Wir müssen noch die Fertigkeitspunkte verteilen. Das habe ich auf jeden Fall nicht vergessen, das will ich in der Folge jetzt hier noch machen, dann am Ende. Ja, scheiß drauf, nicht am Ende, wir machen es einfach jetzt. Fertigkeiten. Aber warte mal, stimmt. Okay, haben wir schon 20 von 31, also hier haben wir schon fast alles. Warte mal, ich kann doch... Ja, hier wollte ich hin. Ätherisches Weben und Ausrüstung. Da habe ich erst 3 geholt und hier bei ätherisches Weben erst 4. Dann würde ich sagen, wir holen mal hier bei den beiden was. Das kostet 10, okay. Nahrung, Kapazität erhöht. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt eigentlich. Talismane. Stimmt, die Pfeile. Einen Bogen haben wir auch noch. Ich habe schon wieder ganz vergessen, irgendwie alles. Okay, das wäre eigentlich ganz gut. Das Tempo beim Bogenspannen auf 1,5 Mal halt. Also geht es halt schneller dann. Und 2 Gebetsketten gleichzeitig tragen, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Rüste deine Gebetsketten im Inventarmenü aus. Stimmt, habe ich da überhaupt eine ausgerüstet? Wir schauen mal ganz kurz rein. Ich glaube aber schon, oder? Hände. Bloße Hände. Warte mal. Warum kann ich das nicht wechseln? Oder habe ich hier nichts? Nahrung. Ah, Gebetskette hier. Windkette haben wir. Windangriffskraft plus 20% und hier Bogenangriffskraft plus 20%. Ja, ich würde sagen, wir bleiben mal bei der hier. Keine Ahnung, soll ich jetzt hier irgendwas holen? Ich würde sagen mal, vielleicht mit einem Bogen. Das hat jetzt wie viel gekostet? Ah, 10, glaube ich. Dann schaue ich noch hier rein. Aufgeladener Angriff, Tempo erhöht. Ah, das wäre auch ganz gut. Okay, so wird das dann um... Also verringert halt die Aufladezeit um 25%. Kostet 15. Dann könnte ich eigentlich danach nichts mehr holen.
Ja, das kostet, glaube ich, alles 15 hier. Das ist Feuerweben. Wasserweben. Warte, vielleicht hier irgendwas. Angriffe mit Feuerweben durchschlagen Gegner. Boah, das wäre schon sehr gut eigentlich. Und hier. Okay. Boah, das war auch gut. Ich glaube, ich hole sogar mal. Na, ich glaube, ich hole einfach mal das hier. Das war's. Also mehr kann ich jetzt eh nicht holen. Und jetzt können wir weitergehen. Warte, da war noch irgendwas, oder? Okay, ich würde sagen, wir rennen jetzt dann hier hin und dann. Okay, dann die Mission. Ja, hier einfach so durch, weil dann sollten wir, glaube ich, ganz schnell zum Tor wieder kommen. Ich glaube, jetzt hier nach oben. Ja, stimmt. Und dann wieder nach rechts. Geist absorbieren. Okay, und hier sind wir richtig. Okay, wieder ein Wahrzeichen entdeckt. Und ein Einkaufsviertel. Das muss es sein. Okay, jetzt müssen wir das Tor hier reinigen. Warte, hier ist noch was. Zum Lesen oder so. Ausgrabung im Yukai Soba. Du kennst von KK verfasster Bericht über einen grausigen Fund in einem alten Restaurant. Okay, bringt mir wieder zusätzliche Fertigkeitspunkte für Geisteskräfte. Da könnten wir eigentlich, glaube ich, direkt nochmal was holen. Ja, dann schauen wir nochmal ganz schnell rein. Fertigkeiten und ich würde sagen, wieder hier irgendwas. Windweben, also sehe das hier, das normale halt. Vielleicht Wasserweben oder. Obwohl diesen normalen Angriff, also den Windangriff, verwende ich schon ziemlich oft, also könnten wir hier irgendwas holen. Okay, das Angriffstempo um 15%. Okay, wenn man den Dings halt auflädt, den Angriff. Ich glaube, ich hole einfach mal das hier, dann können wir schneller angreifen. Ist ja auch nicht wirklich schlecht. Okay, 10 Punkte haben wir noch, also holen wir vielleicht noch hier irgendwas. Ja, vielleicht das hier unten doch. Mit den Nahrungsmitteln. Wollte ich ja vorhin eigentlich nicht holen, aber wäre vielleicht schon ganz gut. Ich glaube, ich hole es einfach mal. Okay. Aber gut, Leute. Ah, warte mal. Okay. Aber gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's jetzt hier mit der Folge. Ich hoffe, es gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.